Hat man den Planet nämlich auch komplett analysiert, oder den Mond oder was auch immer das sein soll ja. Und da können wir Wladimir die Sachen nämlich auch wieder verkaufen. Lossy Chlorosilane. Müsste ja auf Deutsch sein. Ich glaube ich nur die Sprache. Ist auf Englisch. Toll. Einmal um sich selbst gedreht, Orientierung verloren. Beim nächsten Mal bleib einfach stehen. Noch mal 1300 Meter. Also da habt ihr euch echt keinen Gefallen mit getan, Bethesda. Manche Leute da stinkig werden oder viele stinkig sind, kann ich durchaus nachvollziehen. Weil das hier blöd rumrennen, weil ihr nicht dazu in der Lage seid, die Landmarken ein bisschen näher aneinander zu packen. Das ist schon echt scheiße. Guck, das sind jetzt schon zwei Kilometer entfernt. Du kannst halt nicht die schnell bewegen. Ja, wenn es irgendwie Fahrzeuge geben würde, die man halt an seinem Raumschiff dann in so einer kleinen zweiten Landebucht hat oder eine größere Landebucht dran bauen muss, wo dann irgendwie ein Buggy drin ist oder ein Hoverbike oder irgendwas, womit man schnell auf so einer Oberfläche vorankommt, das wäre schon echt cool. So ist es einfach nur ein bisschen müßig. Ja, gleich die Gebietskarte anschmeißen und dann direkt zum Schiff zurück. Weil das ist ein bisschen langweilig. Na, komm, jetzt. Nein, was packt da rein? Oder irgendwas. Okay.
Okay. Bitte bleib da. Manchmal fliegen die auch wieder weg. Hoffe mal nicht, dass der jetzt gleich wegfliegt. Und dass das Ding nicht unzugänglich ist oder irgendwas, sondern dass man da vielleicht mit gegebenenfalls sich ausleihen kann. Probefahrt und so. Interessant aussehen tun die ja. Ich werde mir definitiv ein eigenes Schiff bauen. Hundertprozentig, weil ich glaube, da kannst du nichts dran bauen, so wie das aussieht. Dann ist die Frage, wo kommt man denn da rein? Zivile Außenposten, ja. Hat einfach eben schnell so speichern. Unzugänglich. Quantum-Essenz erhalten, stand da. Okay. Noch eine Quantum-Essenz. Die benutzen auf jeden Fall die Tempel. Aua. Oh. Das ist jetzt aber ärgerlich, dass man hier nicht rein kann. Da gibt es vielleicht noch einen anderen Zugang. Scheiße. Ja, wollte ich jetzt hier nochmal so ein Video auch gesehen, das hat wohl auch ein Bug sein kann, keine Ahnung. Quantum-Essenz hat das irgendwas hier mit zu tun? Ah.
Erhöht 60 Sekunden lang das Sternenblutkraft-Regenerationstempo. Ah ja. Okay. Also Mana wahrscheinlich. Beziehungsweise nicht Mana, sondern Mana-Rec. Toll. Nein, jetzt habe ich. Oh, fuck. Ich bin gar nicht nah genug dran, verdammte Ande. Okay. Was ist hier passiert? Und für so ein Nulltrip dann jetzt wieder zurück. Okay. Das ist ärgerlich, dass man da nicht mehr befreien kann. Und sonst so? Hoppa. Augen auf die Straße. Dann sieht man auch, wo man hingeht. Fliegt, fährt, was auch immer. Jetzt habe ich hier nichts, was ich scannen kann oder was? Scheint. Also mehr oder weniger eine doppelte. Doppelte Auswahl. Blei. Ja, alles. Danke. Immer noch zu viel, okay? Hyperkatalysator.
Boah. Das ist jetzt echt das traurig, so ein bisschen. Was denn für ein Helm? Modern Helm Constellation. Hochwertiger Helm Constellation. Ah ja. 59, 51, 55. Der ist besser. Hochwertig ist besser als modern. Wenn dem so ist, dann ist dem so. Das Fiscal Quarter kann noch weg. Und, ah ja, der Ashtar-Tamer kann auch noch weg. Und warum habe ich denn den mitgenommen? Keine Ahnung. Auf nach Worthless. Engage and pull them to shit. Direction to their grab drive. Dad, do you think Solomon Coe would have liked me? That was touch and go. Unidentified species. Would have liked you? Well, anyway, if you listen to your grandpa, you. Solomon Coe would have given me a good whooping. But I think he would have liked the man. Here's hoping you too. Find something. We gotta resume our patrol. Quick and dirty. Auf nach Worthless. Ach, da war ich schon mal. Okay. Zumindest gescannt habe ich ihn. Wehe, da darf ich wieder nicht rein. Bin ich traurig. Das hatte eine, was ich da im Video gesehen hatte, einmal testen, eine Modifikation am Schiff vornehmen. Dann kommen wir wieder hin. Vielleicht kommen die jetzt auch hier, landen die hier, weil das Artefakt hier ist. Weiß ich natürlich nicht. Weil die selber halt auch nach dem Artefakt suchen. Kann ich jetzt natürlich nicht sagen, ob man da überhaupt noch reinkommt, nachdem das jetzt irgendwie, nachdem so ein, zwei Patches kamen, das weiß ich auch nicht.
gut aussehen tun sie auch, die Schiffe. Sieht aus, als wäre das aus Stein gemacht. Okay. Versuchen wir das einmal, in der Hoffnung, dass sie dann wieder hier landen. Was soll das schaden? Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Liegt nicht an dem und ich habe mal wieder ein bisschen Zeit vergeudet. Narion, Narion, Sumati, falsch, nicht Sumati, sondern hier Androphon, großen Posten. Modifizieren wir unser Schiff hier mal einmal ganz fix und setzen einfach nur Schiffbilder, setzen den von da nach da. Verlassen das Ganze oder sagen wir mal eben zurück und jetzt sieht das hier vorne nämlich irgendwie sehr leer aus. Auf der anderen Seite ist halt auch das Cockpit, da will man sich auch nicht großartig was hinpacken. Gönnen wir uns ein bisschen Spaß. Was ist denn hier so? Sind Feuer. Ja. Ganz ehrlich, wir haben mittlerweile so dermaßen viel Kohle auch. Nein. Hinzufügen. Warum rückst du jetzt wieder näher ran? Ein nach hinten. So. Test. Waffen zuweisen auf den. Okay. Werden die wahrscheinlich eh nicht benutzen, weil. Kann ich die Energie für? Wir wollen ja auch noch Antrieb haben und Schilder haben. Aber ich möchte das bitte so annehmen. Mission aktualisiert, sprich mit Sarah Moore. Sprich mit Barrett. Okay. Sprich mit Andrija. Sprich mit Sam Coe. Theoretisch sind die alle hier auf dem Schiff. You've got something for me? Weiß ich nicht, du wolltest. I wanted to talk to you, but honestly, I don't know where to begin. Okay. The Starborn's technology is simply astonishing. It's just almost too much to process. Oh. Kurz nachfüllen. Die Sache scheint dich ja richtig aufzuwühlen. Ich war nicht sonderlich beeindruckt. Komm zum Punkt und sag mir, wie ich mit ihnen fertig werde. Bis jetzt war das kein Thema. Du bist also noch nie so etwas wie diesem Wesen begegnet. Das scheint dich ja aufzuwühlen. I suppose I am. But you can hardly blame me, can you?
Can you? You do understand the significance of this encounter, don't you? Yeah. This is humankind's first contact with what I believe is an alien race. A race with technology that could be far superior to our own. Oh, we could learn so much from them. Yeah. Du klingst, als hättest du Angst. Du klingst, als würdest du sie bewundern. Glaubst du, die sind bereit, uns etwas beizubringen? The way they behaved, I'd say that's not very likely. If we are to learn anything from the Starborn, we're going to have to take the initiative ourselves. Klingt, als hättest du Angst. I wouldn't say I was afraid. More like approaching the situation with caution. Can't be a coincidence that these Starborn suddenly appeared after your experience at that temple. We know they're here to lay claim to the artifacts, but what's their true motivation? What aren't they telling us? Ich fürchte, sie sind hier, um uns zu zerstören. Na, es ist eine beunruhigende Vorstellung, dass sie Hintergedanken haben könnten. Ich hoffe, wir können zu einer Übereinkunft kommen. I feel exactly the same way. But it certainly sounded like they weren't willing to work with us at all. Damn. Oh, if only we knew more about the Starborn. What their species is like, where they're from, how they're able to speak our language. I feel like a cadet on my very first day aboard a spaceship. My mind is absolutely swimming with questions. Die sind eindeutig Aliens, Engel, Zeitreisende. Ui, die haben auf jeden Fall ein menschliches Aussehen. Zerspringen in Dingens, also Engel glaube ich weniger. Aliens, Zeitreisende? Wie gut, Zeitreisende. Ich sag mal Aliens. Obviously, but there has to be more to these beings than simply originating from another world. Their name alone, Starborn. There's some type of hidden meaning there. Something that feels very old, perhaps even ancient. Whatever the case may be, I can assure you that Constellation intends to get to the bottom of this mystery. Wir sollten alles tun, um mehr über diese Wesen in Erfahrung zu bringen. Wir haben es mit Dingen zu tun, die wir nicht verstehen. Da ist Vorsicht geboten. Was sie auch sind, wir sollten ihnen aus dem Weg gehen. Was glaubst du, warum sie sich Sternblüter nennen? Exactly. We must use all of the tools at our disposal to learn more about the Starborn and their connection to the artifacts. Unterstütze dich auf diesem Weg. Du wirst dieses Mysterium sicher ergründen. Ich will nur nicht, dass hier etwas geschieht. I'm grateful you feel that way. And don't worry. I promise to be careful. You know, it's funny. When I was a little girl, I'd lay on the ground and stare up at the stars. I was absolutely convinced they held a secret. I'd remain there for hours in silence, eyes closed, listening, waiting for the secret to be whispered in my ear. This encounter with the Starborn is that moment to me. The stars are finally whispering, and I need to hear what they have to say. Wir bringen dich dorthin, versprochen. Riskier aber nicht dein Leben, um das Geheimnis zu entdecken. Oh, flirten, ich wüsste so einiges, was ich dir gerne jetzt auflüstern würde. Ja? Ja? Although I'm flattered that you think of me that way, there's a time and a place for that sort of talk. This is definitely not one of them. No, komm schon. Well, then, I've certainly wasted enough of your valuable time. Just do be careful if you cross paths with these Starborn in the future. Yeah, it's okay. I wouldn't want to lose one of the most valuable members of Constellation.